Ich möchte Sie erstmal ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, dass ich Sie in das Reich der Fragebogenübersetzung entführen darf, wenn ich das so formulieren kann. Bevor wir in die Thematik einsteigen, Sie kommen aus sehr unterschiedlichen Disziplinen, aus sehr unterschiedlichen Bereichen. Ich würde gerne einige Begrifflichkeiten klären, dass einfach für alle nachher im Rahmen des Vortrags klar ist, worauf ich mich beziehe. Wann immer ich von einem Ausgangstext oder Ausgangsfragebogen, Ausgangssprache etc. rede, dann ist damit der Text oder die Sprache gemeint, aus der heraus übersetzt wird. Beispielsweise in internationalen Studien ist das häufig die englische Sprache. Wenn immer ich von Zieltext, Zielsprache oder Kultur rede, dann ist damit die Sprache oder der Text gemeint, der produziert wird, quasi in die man übersetzt, die Übersetzung. Des Weiteren in diesem Vortrag, oder Sie haben es ja auch gesehen, in der Ankündigung des Vortrags rede ich von Fragebogenübersetzung als Oberbegriff gemeint. Das kann natürlich sein, dass in einem Fragebogen Items drin sind, die kulturell adaptiert oder angepasst werden müssen auf die Erfordernisse der Zielkultur. Trotzdem verwende ich als Oberbegriff Übersetzung, nur dass Sie wissen, dass das kein Konflikt oder ein Widerspruch ist. Ich hatte ja gesagt, dass Sie aus verschiedenen Disziplinen und Bereichen kommen. Somit möchte ich auch dem Kontext der Fragebogenübersetzung noch einmal ein bisschen in einen Rahmen geben. Fragebogenübersetzung spielt eine Rolle in länderübergreifender Umfrageforschung. Sie spielt eine Rolle in interkultureller Umfrageforschung innerhalb eines Landes. Das erleben viele gerade in der Migrationsforschung, vielfach auch mit Flüchtlingen. Fragebogenübersetzung spielt eine Rolle in der Diagnostik in den verschiedensten Disziplinen und Sie werden sicherlich noch einen oder anderen Punkt nennen können. Wichtig ist an dieser Stelle, dass ich sage, dass mein Arbeitsumfeld länderübergreifende Studien sind. Insofern ist dieser Vortrag auch auf diesem Gebiet verankert. Nichtsdestotrotz, diese gesamte Methodik ist transferierbar, übergreifend. Es spielt keine Rolle, an welcher Stelle sie umgesetzt wird. Das vielleicht als Hintergrund. Und der letzte Punkt, wenn Sie sich vielleicht ein bisschen gewundert haben, wie dieser Vortrag aufgebaut ist. Wir sehen hier oder auch in den großen Studien mit Best Practice Fragebogenübersetzung, Fragebogenübersetzung ist immer in einem Kontext zu berücksichtigen. Also es ist Best Practice Fragebogenübersetzung, die Qualität bereits während der Entwicklungsphase eines Fragebogens, sofern man eine Studie gemeinsam entwickelt, schon zu berücksichtigen, die Übersetzbarkeit zu berücksichtigen, die kulturelle Relevanz etc. Nur dann kann ich sozusagen viele Probleme im Vorfeld schon vermeiden, sodass die Übersetzungen nachher möglichst äquivalent werden. Und das ist letztendlich auch der Grund, weshalb dieser Vortrag so strukturiert ist. Ich möchte Sie noch einmal kurz in einige Punkte der Fragebogenentwicklung in komparativen Studien hereinholen. Dann möchte ich stellvertretend eine Best-Practice-Methode der Fragebogenübersetzung vorstellen. Das ist der Teamansatz TRAP, T-R-A-P-D genannt. Und dann möchte ich einige Punkte skizzieren, wenn Sie zum Beispiel in der Aufgabe sein sollten, eine Fragebogenübersetzung zu managen. Was können Sie machen, um bestmöglich Bedingungen zu schaffen, dass äquivalente Fragebogenübersetzungen nachher herauskommen? Kurz zum Thema Fragebogenentwicklung. Zusammengefasst und einfach auf den Punkt gebracht, wenn man in komparativen Studien ist, quasi mit dem Ziel, wirklich international, interkulturell eine Studie zu entwickeln. Dann geht es darum, Definitionen, Konzepte zu definieren, auszuwählen, Subdimensionen natürlich. Es geht darum, Items zu entwickeln, beziehungsweise bestehende Items auszuwählen, die relevant für die beteiligten Länder, für die beteiligten Kulturen sind und auch die geplanten Konzepte in vergleichbarer Weise messen. Und es geht dann auch auf der eigentlichen Item-Ebene darum, Formulierungen zu wählen, die möglichst gut und vor allem ohne Missverständnisse in die jeweiligen Sprachen einer Studie übersetzt werden können. Und genau da setzt sich so quasi ein Ansatz an. Man kann diese Fragebogenentwicklung in interkulturellen Studien unterschiedlich adressieren und angehen. Es gibt einmal den sequentiellen Ansatz, der aber, wenn ich jetzt aus dem Best-Practice-Bereich komme, veraltet ist, dass sozusagen ein Fragebogen sehr monokulturell mit einem monokulturellen Team oder Person entwickelt wird. Man kümmert sich nicht um Übersetzbarkeit, man kümmert sich nicht um Relevanz und all diese Aspekte spielen erst eine Rolle, wenn man sagt, okay, jetzt beginnt die Übersetzung. Das ist ein veralteter Ansatz. Was derzeit Best Practice ist und wiederum ich beziehe mich auf die großen internationalen Studien, die auch häufig eine Vorreiterfunktion haben, ist ein sogenannter paralleler Ansatz.
Dort wird versucht, bereits während der Entwicklungsphase des Ausgangsfragebogens möglichst viel schon die verschiedenen Kulturen und Sprachen zu berücksichtigen, sodass dann nachher die Übersetzung smoother, wenn man das so formulieren kann, läuft. Auch in der medizinischen Forschung, beispielsweise in der Diagnostik, selbst wenn Umfrage natürlich dahinter keine, nicht unbedingt das Ziel ist, aber auch so werden Fragebögen entwickelt, die nachher in viele, viele verschiedene Sprachen und Kulturen nachher adaptieren werden sollen. Ich fokussiere mich gleich auf diesen parallelen Ansatz. Noch ein Wort zum simultanen Ansatz. Kurz zusammengefasst, es geht um die gleichzeitige Entwicklung des Fragebogens in verschiedenen Sprachen. Ich selbst habe es noch nicht erlebt. Ich habe kaum etwas dazu gelesen. Es ist, je größer eine Studie, je mehr Sprachen, Kulturen involviert sind, einfach auch praktisch kaum umsetzbar. Insofern möchte ich mich jetzt auf diesen parallelen Ansatz ein wenig fokussieren. Kernpunkt dieses parallelen Ansatzes ist, dass man schon versucht, Designteams, Fragebogen, Entwicklungsteams, Fachexperten zusammenzubringen, die letztendlich die verschiedenen Kulturen und Sprachen abdecken. Dass man sozusagen nicht vor dem Hintergrund eines eigenen kulturellen Hintergrunds entwickelt und außer Acht lässt, was für die anderen Kulturen und Sprachen relevant sind. Es gibt größere Studien für diejenigen, die vielleicht sich nicht mit dem ISSP, ESS auskennen, International Social Survey Program, European Social Survey, große, zentrale, Methoden voranbringende sozialwissenschaftliche Studien, 30 plus Länder, da ist es unmöglich, einen Fragebogen zu entwickeln mit allen Ländern gleichzeitig. Da gibt es eher kleinere Kernteams, die schon zentrale Kulturen, Sprachen abdecken und man versucht in regelmäßigen Abständen dann die größere Gruppe der Länder zu erreichen und Feedback zu erfragen, ob die Items kulturell relevant sind, ob sie verständlich sind, methodisches Feedback einzuholen, das dann wieder in weitere Iterationen der Fragebogenentwicklung geht. Pretests während der Entwicklungsphase, Pretests, die nicht nur mit dem Ausgangsfragebogen durchgeführt werden, sondern man versucht zumindest schon mal ansatzweise auch in einer Auswahl von Sprachen, Kulturen diese Vorstudien durchzuführen. Und ich möchte mich jetzt an dieser Stelle auf zwei untere Aspekte noch beziehen. Das haben Sie vielleicht, einige von Ihnen, noch gar nicht gehört. Das ist doch neuere Ansätze. Man versucht auch ganz gezielt die Übersetzbarkeit, die Translatability, wie es häufig auch genannt wird, zu überprüfen, um zu schauen, kann dieser Fragebogen in die anderen Kulturen und Sprachen übersetzt werden. Und gleichzeitig versucht man, den Fragebogen so aufzubereiten mit Übersetzungsanweisungen, dass er nachher für die übersetzenden Teams oder wer auch immer übersetzt, verständlich ist. Und die letzten beiden Punkte, Translatability und Übersetzungsanweisungen, möchte ich Ihnen in besonderer Weise zeigen. Überprüfung der Übersetzbarkeit, was ist damit gemeint? Es ist eine Art grobe, quick and dirty heißt es manchmal auch, Vorübersetzung eines vorfinal noch nicht komplett finalisierten Fragebogens mit dem Ziel, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben, beispielsweise durch Umformulierung, durch Hinzufügen von Übersetzungsanweisungen. Hier ein Zitat von Janet Harkness, Sheryl Glusberg, die die sozialwissenschaftliche Forschung, Fragebogenübersetzungsforschung der letzten zwei Jahrzehnte extremst geprägt haben. Experience has shown that many translation problems linked to source text formulations only become apparent, even to experienced cross-cultural researchers, if a translation is attempted. Und da gibt es verschiedene Methodiken, Translatability Assessments. Sie finden hier auch Literatur, die übrigens im Nachgang auch auf den Slides ganz am Ende referenziert ist. Das ist auch die medizinische Forschung, Aguado et al. Genannt. Da geht es darum, dass eher pro Sprache ein Experte sich den Fragebogen anschaut, schon mal Fehler, Problemstellen herausfiltert. Advanced Translations von unserer Kollegin Britta Dora im European Social Survey angewandt. Da geht es eher darum, dass wirklich auch Teams pro Sprache sich schon einen Fragebogen anschauen. Das Ziel ist so oder so dasselbe. Man möchte Probleme im Vorhinein schon herausfiltern. Ich möchte Ihnen zwei Beispiele nennen. Leider können wir das jetzt nicht interaktiv machen, sonst würde ich Sie sehr gerne jetzt aufrufen und fragen, wie Sie diese Items wahrnehmen. Schauen wir uns das erste an. Using this card, please tell me on a scale whether you think healthcare workers in Germany or France, whatever, deal with everyone fairly or not. Hier erregte das Wort Healthcare Workers größere Fragen. Was ist damit gemeint? Was ist die intendierte Bedeutung? Wie ist das zu übersetzen?
Da gab es letztendlich im Rahmen von solchen Diskussionen eine Reformulierung. Dieses Items wurde an mehreren Stellen umformuliert und es waren nachher die Doctors and Nurses. Aber stellen Sie sich vor, diese Frage ist in vielen verschiedenen Ländern und jeder übersetzt es so, wie er es denkt, was das sind. Und dann haben Sie zwar Daten, aber die sind nicht vergleichbar. Ähnliches Problem, was auch das nächste Item, to what extent do you generally feel that you have a sense of direction in your life? Das ist ein Item aus dem European Social Survey, ist auch durch diesen Translatability Check, die Advanced Translation gegangen. Und hier, ich weiß nicht, wie es Ihnen jetzt geht, wenn Sie sich überlegen, es hört sich ja prinzipiell erstmal gut an, aber in der Übersetzung müssen Sie eine Bedeutung fixieren. Und das ist dann häufig das Problem, wo man sich genau fragt, was ist es denn jetzt genau? Was fixiere ich in der Übersetzung? Und die Advanced Translators hatten hier genau diese Frage zu Sense of Direction und es wurde durch eine sogenannte Übersetzungsanweisung, die Sie manchmal in der Literatur als Annotation, als Item-Specific Guideline oder Ähnliches finden, wurde es für die Übersetzer spezifiziert. Es war sozusagen die Botschaft, war eigentlich im Englischen denken wir, es ist für Native Speakers of English, es ist klar, das heißt, man versucht die Übersetzung zu spezifizieren. Und hier gab es dann ganz konkret eine Anweisung für die Übersetzer, sense of direction, a feeling or an idea of how someone would like their life to be in the future. Dann geht es nicht darum, solche Anweisungen Wort für Wort zu übersetzen, sondern die Idee, die intentierte Bedeutung zu übertragen in die Übersetzung. Und auch als ein Beispiel, wie sowas aussehen könnte, das ist ein Translation Template, wie es häufig genannt wird, aus dem European Social Survey. Sie finden einen Link, ist auch abrufbar, dass sehr gerne auch mit Access gearbeitet wird, weil dann solche Informationen, Sie sehen einmal den English Source Text, Sie sehen Annotations, dann können solche Annotations an die übersetzenden Teams weitergegeben werden. Mit dem Ziel Vergleichbarkeit in allen Sprachfassungen, natürlich mit der intendierten Bedeutung des Konzeptes zu erstellen. So, ein kurzer Exkurs für diejenigen von Ihnen, die nicht aus der vergleichenden Umfrageforschung kommen, wo es darum geht, wirklich auch schon Fragebögen zu entwickeln, sondern ich glaube, ich habe sehr, sehr viele Teilnehmer aus dem psychologischen, medizinischen Bereich gesehen. Da ist es ja häufig so, dass Fragebögen aus einem Kontext, beispielsweise den USA, übernommen werden, adaptiert werden. Hier müssen Sie viel, viel sensibler sein. Sie müssen sich viel stärker auf kulturelle Adaptation beispielsweise einstellen. Was man versucht, in diesen interkulturellen Studien von vornherein schon wirklich auf alle Länder passend zu formulieren, das haben Sie natürlich nicht bei diesen Instrumenten, die auf einen spezifischen Kontext formuliert worden sind. Dann haben Sie hier, finden Sie zwei Beispiele aus dem medizinischen Bereich, Items wie, are you able to walk a block on flat ground? In Mannheim kann man natürlich Block übersetzen, das sind die Quadrate, das macht auch Sinn für die Mannheimer, aber in Deutschland wird der Raum nicht durch Blöcke definiert. Also hier müssen Sie anpassen, je auch nach Messintention. Oder are you able to push open a door after turning the knob? Also, das ist aus der Arthritis-Forschung. Ich kann das wunderbar übersetzen, auch rein semantisch, aber aus dem niederländischen Kontext hieß es, wir haben keine Türknaufe, wir öffnen unsere Türen anders, also müssen wir das adaptieren. Aber dann ist auch die Frage, ist diese Bewegung, die ich im Hinblick auf die Arthritis-Forschung noch braucht, ist die durch diese Adaptation abgedeckt. Also hier einfach die Botschaft an Sie, Sie müssen da sehr, sehr vorsichtig sein, was können Sie übertragen, was müssen Sie kulturell adaptieren. Wahrscheinlich gibt es auch Sprache, die sehr stark idiomatisch ist, die Sie einfach schauen, wie Sie damit in Ihrer Zielsprache umgehen. Und aufgrund dieses Gedankens, dass häufig doch Adaptationen anstehen, werden die Psychologen und die Mediziner unter Ihnen wahrscheinlich bestätigen können, dass häufig auch von Adaptation gesprochen wird. Da wird gar nicht so sehr der Begriff Fragebogenübersetzung verwendet oder es wird Translation Adaptation bereits als Gesamtbegriff verwendet. So, das war ein kurzer, wirklich, wirklich kurzer Einblick in die Fragebogenentwicklung und die Bedeutung, die es hat im Hinblick schon auf vergleichbare Fragebogenübersetzungen. Jetzt möchte ich Ihnen im Hinblick auf die Methodik der Fragebogenübersetzung ein Best Practice Beispiel vorstellen. Das stammt eben aus dieser European Social Survey Studie, entwickelt von Janet Harkness und Kollegen. Der European Social Survey ist eben auch dafür bekannt, dass er methodisch als Vorreiterstudie gilt und so auch viele andere Studien prägt, kleinere Studien prägt.
Das ist ein Übersetzungsmodell, Trapped. Ich gehe gleich die einzelnen Stufen mit Ihnen durch. Vielleicht das allererste, was Sie sehen, oh, zwei Übersetzungen. Das ist sicherlich nicht, was man aus dem normalen Übersetzungsbereich, sage ich mal, die normale Translation Business kennt. Sie sehen Mehrstufigkeit und Sie sehen auch einen Pfeil auf der rechten Seite Dokumentation. Also sind einige Besonderheiten, die ich jetzt nach und nach mit Ihnen durchgehen möchte. Parallele Übersetzung. Was hat es damit auf sich? Also es werden von zwei Personen, zwei Übersetzern unabhängig voneinander die eine Übersetzung des Ausgangsfragebogens erstellt. Warum macht man das? Die beiden Fassungen, und wenn Sie sowas mal gesehen haben, selbst machen, wissen Sie, die gleichen nicht einander. Es sei denn, ist das vielleicht ein Wort wie I love going to the cinema. Aber viele Items sind einfach komplett unterschiedlich übersetzt. Parallele Übersetzungen bieten insofern Übersetzungsalternativen, stilistische Alternativen, aber sie decken auch unterschiedliche Interpretationen auf. Und da sind wir natürlich auch schon im Kern dieser Fragebogen-Items. Es geht um die Validität. Sie regen auch, wenn Sie diese Unterschiede sehen, Sie regen die Diskussion an, die man vielleicht sonst gar nicht führen würde, wenn man nur eine Fassung sieht. Und das ist natürlich umso wichtiger, weil wir wissen, dass kleine Änderungen in Formulierungen, es geht um Fragebogenübersetzung, aber es geht um allgemein auch um Fragebogenformulierungen, doch durchaus eine große Wirkung haben können im Hinblick auf die Daten. Nicht müssen, aber können. Ein Beispiel aus einer Studie, wo man eigentlich im Nachhinein auch sagt, dass der deutsche Ausgangstext nicht ganz optimal war. Vielleicht gucken Sie sich das an, führen Sie mit Ihrem Partner einen gemeinsamen Haushalt. Wie verstehen Sie das? Das kann ich natürlich jetzt leider auch nicht nachfragen. Ich zeige Ihnen ein Beispiel, zwei Übersetzungen, die herauskamen. Do you manage the household together with your partner? Erste Übersetzung. Do you share a home with your partner? Sie sehen deutlich, bei dem ersten geht es darum, wer macht die Hausarbeit? Das ist nicht die intendierte Bedeutung ursprünglich gewesen. Die spanische Übersetzung hatte übrigens genau dasselbe Problem, wo man eigentlich sehr schön schon sieht, je problematischer der Ausgangstext oder unklarer oder vielleicht with hidden meanings, umso problematischer wird es nachher für die Übersetzung. Also hier konnten wir sehr schön natürlich die Fehlerquelle herausfiltern. Die erste Übersetzung ist nicht das, was gemeint ist. Und durch weitere Formulierungen der zweiten Übersetzung, noch eine Optimierung, wurde dann eine Übersetzung erstellt. Nach der Übersetzung gibt es die sogenannte Review-Phase. Das ist eine interdisziplinäre Diskussion. Da geht es aufgrund der beiden Übersetzungen, eine möglichst endgültige Pretest-Übersetzung zu erstellen. Teilnehmer sind, das ist der Kernelement eigentlich dieses Modells, sind die Übersetzer selbst, das sind die Reviewer, sozusagen eine dritte Person, mindestens noch weitere Personen, ob das kognitive Interviewer, Fachexperten etc. sind. Also man kommt zusammen im Team und gemeinsam schaut man sich die Übersetzung an, diskutiert und kommt zu einer möglichst finalen Übersetzung. Wichtig dabei ist, es geht nicht darum, einfach Übersetzung A oder B zu wählen. Das habe ich auch in der Vergangenheit schon in Projekten gesehen. Es geht wirklich um eine vertiefte Diskussion dieser beiden Fassungen. Deshalb kommt man mit verschiedenen Expertisen zusammen, mit verschiedenen Meinungen. Gegebenenfalls kann man eine der Übersetzungen auswählen. Gegebenenfalls kombiniert man die Übersetzungen. Gegebenenfalls merkt man, man muss ganz neu. Man hat jetzt plötzlich was gesehen. Man bringt verschiedene Meinungen zusammen und muss nochmal ganz neu denken. Also diese Beweglichkeit muss man sich bewahren an dieser Stelle. Nach dem Modell gibt es dann noch die sogenannte Adjudication-Phase. Adjudication steht für Entscheidungsfindung. Es kann sein, dass man in solchen Diskussionen merkt, man muss nochmal zurück an die Fragebogenentwickler. Man versteht ein Konzept nicht genau, man hat verschiedene Übersetzungsoptionen. Insgesamt kann man auch nenne ich es mal, solchen Diskussionen, wo viele zusammensitzen, ein genaues Proofreading kann man nicht durchführen. Man muss also insofern sehr genau nachher nochmal Korrektur lesen, Konsistenzchecks etc. durchzuführen. Und dann auch bei einer Fragebogenübersetzung gilt es, im Idealfall in irgendeiner Form einen Pretest durchzuführen. Sei es qualitativ durch kognitive Interviews oder Webprobing. Hierzu gibt es auch im weiteren Verlauf damit die Expert-Reihe noch Informationen. Sei es quantitativ, um überhaupt auch beispielsweise mit Interviewen oder insgesamt so ein gesamtes Verhältnis der Befragten mit einem Fragebogen zu erfahren. In diesem Modell gibt es ganz groß, das haben Sie gesehen auf der rechten Seite, die Phase D steht für Documentation. Also, worum geht es? Es geht einmal darum, während der Übersetzung selbst, dass die übersetzenden Personen Schwierigkeiten, die sie hatten, besondere Entscheidungen, gegebenenfalls kulturelle Adaptionen festhalten. Es geht aber auch darum, wenn sie eine finale Übersetzung letztendlich
erstellt haben, einfach genau nochmal diesen Punkt, besondere Entscheidungen, die sie hatten, kurz und knapp festzuhalten. Was hat es damit auf sich? Das ist einmal, das erhöht die Effizienz in dem gesamten Übersetzungsprozess. Wenn Übersetzer sich schon sehr, ich zeige Ihnen das gleich auf der nächsten Folie, mit etwas auseinandergesetzt haben und es geht dann weiter in die nächsten Stufen, dann kann man das sehr, sehr schön festhalten und man muss nicht von Null anfangen, sondern man weiß schon, was vielleicht die Problematik war. Beispielsweise die Übersetzung des Wortes Race ist immer problematisch, obwohl das sehr häufig in internationalen Studien Ethnic Group oder Race vorkommt. Wie übersetzt man das? Der Übersetzer hat sich schon damit auseinandergesetzt. Dann nimmt man diese Informationen weiter in die nächsten Runden. Es ist auch wichtig als Transparenz oder wenn Sie nachher für Ihre Studie, sei es eine komparative Studie, sei es ein einzelnes Messinstrument, was Sie adaptiert haben, wenn Sie so einen Prozess dokumentiert haben und nachher die Daten analysieren, validieren, Sie haben Datenauffälligkeiten, dann lohnt es sich immer zurück in die Übersetzung zu gehen. Vielleicht haben Sie genau schon Probleme bei der Übersetzung gemerkt und geguckt, kann man das vielleicht in irgendeiner Weise verbinden. Also das ist auch für Sie, für Ihren internen Prozess ist das etwas sehr Hilfreiches. Aber auch nachher, wenn es in die Übersetzung beispielsweise oder in die Publikation eines Instrumentes geht, dass man diese Information hat, haben sie vielleicht etwas kulturell adaptiert oder ähnliches. Das ist ja auch etwas, was ich in die Publikation dann hineintragen muss. Also Dokumentation auf der Einzelebene von Items und übersetzten Items, wenn sie eben gewisse Schwierigkeiten oder Probleme oder Entscheidungen dort hatten. Es geht aber auch darum, den gesamten Prozess zu dokumentieren. Also auch hier für Publikationen und für technische Berichte. Das heißt, wie, mit welchen Prozessen haben sie übersetzt, mit welchen Personen. Das wird über disziplinübergreifend bemängelt, dass das häufig sehr, sehr stiefmütterlich behandelt wird in Publikationen. Prozesse, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dienen ja auch als ein Qualitätsindikator nach außen, wie jemand dann auch vielleicht ein Instrument weiterverwenden möchte, wenn er weiß, es ist mit guten Daten, die dahin produziert werden, mit guten Prozessen erstellt worden. Ich habe gesagt, ich habe angekündigt, dass ich Ihnen ein Beispiel zeige. Auch hier wiederum eine interne Studie. Da haben wir Web-Nachfragen gestellt, wie Befragte etwas an Begrifflichkeiten, Items verstanden haben und das im internationalen Kontext. Es ging, Sie sehen in Spalte D, der Ausgangstext. An welche sozialstaatlichen Leistungen haben Sie bei der Beantwortung der Frage gedacht? Dann hatten wir hier quasi das doppelte Übersetzungsverfahren und eine der Übersetzerinnen hat übersetzt, and what type of state benefits came to mind when you were answering the question. In Spalte F hatten wir die sogenannten Übersetzungsanweisungen oder Annotationen oder Hilfestellungen für den Übersetzer, wenn es darum ging, gewisse Dinge besser einzuordnen. Und Sie sehen in der Spalte G, gehe ich mal davon aus, das habe ich jetzt gerade abgedeckt, einen längeren Kommentar, die Übersetzerin oder der Übersetzer hat sich mit was ist die korrekte Übersetzung für sozialstaatliche Leistungen? Ist es Social Security, Social Security Benefits? Und sie hat sich sehr damit auseinandergesetzt, warum sie vielleicht eine andere Lösung, die vielleicht offensichtlicher war, nicht genommen hat. Ich mache mir Sorgen, dass ein Befragter, wenn er Social Welfare Benefits liest, eher nur auf das Wort Welfare hört und damit nur in Sozialhilfe denkt und nicht an die Idee, dass es weitergefasst ist. Und das ist das, wenn Sie solche Informationen durch den Prozess durchgeben, haben Sie eine sehr schöne Dokumentation, was auch im Rahmen dieser Übersetzung geschieht. TRUPT ist gekennzeichnet nicht nur durch diese Mehrstufigkeit, sondern dieses Idealmodell, dass man es versucht, auch möglichst interdisziplinär aufzusetzen. Also das Übersetzer zusammenkommen mit der Übersetzungserfahrung, Übersetzungskompetenz, die bei weitem über jede reine Sprachkompetenz hinausgeht. Das ist häufig ein Missverständnis in der gesamten Community, dass jeder, der zwei Sprachen in irgendeiner Weise kann, übersetzen kann gleichzeitig. Im Idealfall haben diese Personen Erfahrung mit der Übersetzung von Messinstrumenten, aber da sind wir schon bei einem ganz schwierigen Punkt. Das wissen viele von Ihnen vielleicht selber. Es ist nicht so, dass es überall Fragebogenübersetzer gibt. Also da spielt auch sehr viel, da kommen wir nachher noch hinzu, das Briefen, das Schulen eine Rolle. Übersetzer übersetzen klassischerweise in ihre Muttersprache, weil da das Sprachgefühl da ist. Die Reviewer Adjudicator in diesem Modell sind diejenigen, die in besonderer Weise neben auch einer allgemeinen Übersetzungskompetenz Wissen zur Studie, zur Thematik, zur Fragebogenentwicklung einbringen.
Ziel ist, wie auch immer diese Teams zusammengesetzt sind, auch durch weitere Personen, die dazukommen. Man versucht in der Gesamtheit übersetzerisches Wissen, sprachliches, kulturelles Wissen und Wissen eben zu der Fachthematik zusammenzuholen oder zu der Fragebogendesign, weil es ja nicht nur darum geht, einen vergleichbaren Text wie auch immer zu erstellen, aber auch ein vergleichbares Messinstrument. Und da sind die verschiedenen Wissenselemente, die da zusammengeführt werden, ganz zentral. Ich mache einen Mini-Exkurs in so ein paar Aspekte, die wichtig sind bei einer Fragebogenübersetzung zu berücksichtigen und woran man auch erkennen kann, dass es wichtig ist, verschiedene Expertise zusammenzuholen in einem Team. Gerade wenn es um Items geht, häufig zum Beispiel in diesen interkulturellen Studien, die nach einem Ask the Same Question, also man fragt und von den Teams eine semantisch-pragmatische Vergleichbarkeit zu erstellen, so nicht kulturell zu adaptieren. Dann geht es darum, natürlich in besonderer Weise vertieft diesen Ausgangstext zu verstehen. Das ist sehr, sehr gute Kenntnisse in der Ausgangssprache, aber auch diese Transferkenntnisse sind dann vonnöten, damit es wirklich auch entsprechend in die Zielsprache übersetzt wird. Aber natürlich kommen hier auch die Kenntnisse zusammen, was ist eigentlich das Konzept, was möchte ich wissen? Also da ist sowohl wirklich Sprachkenntnisse, Übersetzungskenntnisse, aber auch Fachkenntnisse, die da zusammenkommen. Typische Fehlerquellen sind natürlich Fehlübersetzungen, wirklich ganz grobe Fehlübersetzungen, Bedeutungsverschiebungen, wenn zum Beispiel Crime, eigentlich Verbrechen als Vergehen, kleineres Vergehen übersetzt wird. Ein Beispiel letztens gelesen aus dem European Social Survey, wo das Item dann gar nicht mehr in einer Skala passte, dass die Meinung sehr, sehr abgeschwächt hat. Konnotationen, die mitschwingen, die gar nicht intendiert sind, Mehrdeutigkeiten, die gar nicht intendiert sind, wo Befragte dann je nachdem das so oder so verstehen können. Wörtliche Übersetzung, wenn man nicht das Sprachwissen hat, auch im Ausgangstext, dass man sehr wörtlich übersetzt, ohne wirklich auch Kontext zu berücksichtigen oder Ähnliches. Das sind typische Fehlerquellen oder wenn es darum geht, auch eine vergleichbare Übersetzung zu erstellen. Dann geht es natürlich darum, dass es bei einer Übersetzung auch um allgemeine Fragebogencharakteristika geht. Jetzt sind wir hier eben bei dem Messinstrument. Es ist ja immer noch, dass ich einen Fragebogen habe mit besonderen Charakteristika. Ich fange bei den Frage-Antwortskalen an. Da ist es ja, das ist im Normalfall entscheidet man sich sehr bewusst. Ist es eine unipolare, eine bipolare Skala? Wie sind die Skalenlabels formuliert? Wie sind sie im Verhältnis zueinander formuliert? Sind ganz klassische diese Textsortenkonventionen. Die sind natürlich auch in einer Fragebogenübersetzung einzuhalten. Und hier, je mehr natürlich entweder eine Übersetzererfahrung hat, je stärker Fachexperten mitwirken oder Umfrageexperten in solchen Diskussionen, kann dieses Wissen da reingebracht werden, sodass diese Übersetzung, diese bedeutenden Measurement Characteristics, wenn man es auch so nennen möchte, nicht verliert. Dann geht es natürlich auch darum, entsprechende Zielgruppe zu formulieren. Ob ich jetzt für Ärzte formuliere oder die Allgemeinbevölkerung, werde ich anders schreiben und sprechen. Natürlich im Hinblick auf Stil und Register der Terminologie. Es geht darum, auf den Modus hin zu formulieren. Ob ich jetzt eine Webumfrage habe, wo ich etwas anklicken kann oder eine Papierumfrage, wo ich etwas ankreuzen kann. Das sind auch wichtige Dinge, die zu berücksichtigen sind. Denn klassische Art und Weise wie Fragebogen, inwieweit stimmen Sie zu, etc. formuliert werden, das ist Survey Speak. Und natürlich gibt es vielleicht Frage-Umfrage-spezifische Terminologie. Also hier kommt sehr stark auch dieses Wissen rein, was sich in irgendeiner Weise in der Übersetzung niederschlagen muss. Und zuletzt ist natürlich, geht es ja nicht darum, nur Vergleichbarkeit und irgendein Messinstrument zu erstellen. Es soll sich ja gut lesen. Es soll nicht irgendjemand im Dauerzustand stolpern oder nicht wissen, worum es geht. Es geht Sprachfluss, Idiomatik, wo natürlich in besonderer Weise auch diejenigen, die Erfahrung in der Übersetzung haben, dazu beitragen. Es geht um eine korrekte, richtige Sprache. Es geht um Konsistenz und Textkorrektheit im Gesamtziel. Und wenn man diese drei Aspekte zusammenzieht, diese drei letzten Folien, kann man vielleicht sehr schön sehen, dass es auch sinnvoll ist, verschiedene Expertisen zu bündeln. So, nach diesem kurzen Exkurs und dem Truck-Modell möchte ich noch ein Wort zu verlieren zum Thema Rückübersetzung, Back-Translation. Vielen von Ihnen wird das ein Begriff sein. Ich habe das in diesem Modell, Truck-Modell, es ist nicht Bestandteil, es war auch ganz dezidiert, ist dieses Truck-Modell ein Gegenentwurf gewesen. Also eben auch zu sagen, wir können eine Übersetzung anders erstellen.
Rückübersetzung ist trotzdem ein Verfahren, was noch sehr, sehr häufig verwendet wird, aber auch in unterschiedlichsten Millionen verschiedenen Ausführungen in der Psychologie, in der medizinischen Forschung besondererweise. Es ist eine starke Diskussion, immer wieder auftreten, verschiedene Disziplinen zum Sinn und Zweck der Rückübersetzung, die man sehr, sehr stark hinterfragt. Man hinterfragt auch, dass es eigentlich kaum empirische Daten gibt, warum die Übersetzung, was die Rückübersetzung eigentlich bringt. Für diejenigen, die jetzt nicht vertraut sind mit der Rückübersetzung, möchte ich ganz kurz das erläutern. Sie haben ein Original, wie es hier nennt, einen Ausgangstext, der wird übersetzt, einmal hier auf der linken Seite beispielsweise vom Englischen ins Deutsche, dann wird das Deutsche wieder zurück übersetzt ins Englische und dann wird das Originaltext mit der englischen Originaltext mit der englischen Rückübersetzung verglichen. Und Diskrepanzen, wie auch immer man die formulieren möchte, das ist auch ein weites Feld, sollen Rückschlüsse auf die Qualität der Übersetzung liefern und dann Feedback sozusagen, wo die Übersetzung umgeändert werden muss. Der Grundgedanke hinter diesem Konzept ist, dass Sie Personen, die die Sprache der eigentlichen Übersetzung nicht sprechen, Einblick in die Übersetzung und eine Art quasi Beurteilung ermöglichen soll. Wurde etwas ausgelassen oder hinzugefügt, wurde etwas falsch verstanden beispielsweise, das sind eher auf der gröberen Ebene Aspekte. Aber man muss sich sehr, sehr deutlich fragen, eine Übersetzung oder letztendlich auch die Gedanken machen, eine Übersetzung kann genauso fehlerhaft sein wie die ursprüngliche Übersetzung. Oder sie kann Schwächen der ursprünglichen Übersetzung verdecken. Da hatte ich mir eine Studie sehr genau angeschaut, dieses Prozedere ausgewertet. Das Englischen, did you feel downhearted and depressed, war im Sinne von niedergeschlagen, traurig gemeint. Es wurde ins Deutsche übersetzt als depressiv, sozusagen fast schon der klinische Indikator, wurde wieder zurück übersetzt ins depressed und es wurde sozusagen durch den Vergleich kam gar nicht zutage, dass das Deutsche eigentlich falsch übersetzt worden ist, weil diese 1:1 Übersetzungen hier eine Rolle gespielt haben. Also sie kann Schwächen der ursprünglichen Übersetzung verdecken, sie kann Fehler einbauen, die überhaupt gar nicht in der ursprünglichen Übersetzung sind. Und es ist ganz schwierig, durch eine Rückübersetzung Unverständlichkeiten, grammatikalische Probleme, Wort für Wort zu wörtliche Übersetzung oder vielleicht auch Unstimmigkeiten für die Zielgruppe herauszufiltern. Also insgesamt ist die ganz, ganz klare Botschaft, der Fokus sollte darauf liegen, Qualität in der ursprünglichen Übersetzung herzustellen und diese dann auch weiteren Kontrollen, auch Pretests etc. Zu unterziehen, anstatt den Fokus auf die Rückübersetzung zu setzen. Und das gilt natürlich besondererweise, und das ist, glaube ich, bei jeder Studie so, dass die Ressourcen, wenn sie überhaupt vorhanden sind, sehr knapp sind. Ich weiß allerdings auch in der medizinischen, psychologischen Forschung, dass das teilweise in Guidelines drin ist, die Rückübersetzung. Aber wenn man sich das genauer anschaut, dann sind trotzdem die Teamverfahren immer quasi oder sehr, sehr häufig die Grundvoraussetzung. Die Botschaft an Sie ist an dieser Stelle, also auch egal, wie Sie es aufsetzen, eine Rückübersetzung sollte nie eine sorgfältige Erstellung und Überprüfung der Ursprungsübersetzung ersetzen, weil das kann sie schließlich nicht. Also man muss sich die Übersetzung selbst anschauen. Und wenn es darum geht, Kontrolle und Einblicke in ein Übersetzungsverfahren auch ohne Rückübersetzung zu erhalten, dann kann man sagen, man kann Kontrolle, wenn Sie zum Beispiel mehrere Sprachen benötigen, Sie geben Vorgaben, Sie geben Übersetzungsleitlinien, Sie sagen vor, was adaptiert werden darf oder was nicht, Sie fordern Dokumentation ein. Durch eine Dokumentation kriegen Sie Einblick in ein Übersetzungsverfahren. Und Sie sind vielleicht auch, wenn Sie derjenige sind, die einen Übersetzungs quasi in Auftrag geben, dann sind Sie die zentrale Anlaufstelle für Fragen. Und so, dass da keine Entscheidungen vielleicht selbst gefällt werden, die falsch sein könnten. Seitens der Übersetzungsteams kann man eben diese Dokumentation von schwierigen Entscheidungen oder Besonderheiten, Adaptationen einfordern. Man kann von ihnen sie bitten, wirklich bei Problemen nachzufragen, sodass da wirklich durch diese Kommunikation eine Möglichkeit da ist, durch Kommunikation und Dokumentation und auch Vorgaben, auch Kontrolle und Einblick in Übersetzungsprozesse zu halten. Mit dem abschließend möchte ich Ihnen noch ein paar Punkte zu dem Thema Management mitgeben. Also wie geht es darum, dass ich, wenn eine Übersetzung ansteht, sei es Sie mit Ihrem kleinen Team, Sie müssen aber auch andere Personen instruieren oder sei es Sie haben einen Fragebogen entwickelt und brauchen den jetzt in 3 oder 4 Sprachen, was Sie tun können, damit auch möglichst gut die Übersetzer oder übersetzenden Teams vorbereitet sind.
Das ist einmal, dass wenn Sie, insbesondere wenn Sie mit externen Personen arbeiten, dass Sie externe, sei es Übersetzer oder andere Personen sind, frühzeitig einplanen. Gerade freiberufliche Übersetzer sind nicht von heute auf morgen da und erst recht nicht, wenn sie auch gut sind und wenn sie vor allem auch längere Prozesse haben, Diskussionsprozesse oder ähnliches. Also da ist diese Planung sehr wichtig. Ich erlebe das häufiger, dass auch in der Beratung, dass das Thema Übersetzung sowohl zeitlich, aber auch finanziell in sehr selten oder nicht, sage ich mal, so wie es sein sollte, in Projektanträgen berücksichtigt ist. Das ist sicherlich zu überlegen und zu optimieren, sei es eben, dass man zeitliche Schritte einplant, dass eine Übersetzung nicht innerhalb von 5 Tagen nach einer sehr, sehr langen Frageentwicklung geht, dass Sie verschiedene Diskussions-, Trainingsschritte, Übersetzungsschritte, der Fragebogen muss vielleicht getestet werden in einer Software und Sie sprechen die Sprache nicht. All das, dass das eingeplant wird, sowohl zeitlich auch als auch finanziell. Das ist die eine Botschaft. Dann ist es wichtig, da haben wir auch schon unsere Erfahrungen in Projekten gemacht, dass der Fragebogen sehr klar für die Übersetzer aufbereitet ist. Es ist eine Sache, wenn Sie sich sehr vertraut sind, Sie selbst übersetzen, genau wissen, was übersetzt werden soll oder nicht. Aber wenn Sie es nach außen oder auch an Kollegen oder in irgendjemanden geben, sind da vielleicht Programmieranweisungen, sind die zu übersetzen oder nicht? Sind da irgendwelche Informationen, die vielleicht einfach nur für die Entwickler gedacht waren und nicht für die Übersetzer. Also das sind eine klare Botschaft, die man mitgeben kann. Dann hatte ich schon gesagt, ganz am Anfang hatte ja diese itemspezifischen Übersetzungsanweisungen vorgestellt. Wenn Sie so etwas im Rahmen einer Fragebogenentwicklung entwickelt haben, dann sind die natürlich auch Übersetzungsteams mitzugeben. Das Excel, was Sie vorher gesehen haben, an verschiedenen Stellen, ist eben ein sehr, sehr probates Mittel, solche Informationen mitzugeben. Aber auch hier wichtig, auch hier, weil wir gesehen haben, dass das auch zu Missverständnissen führt, es gilt dann nicht, diese Anweisung an sich zu übersetzen und zu integrieren in irgendeiner Weise in den Fragebogen, sondern wirklich auch, dass diesen Personen dann mitgeteilt wird, es geht darum, als Hilfestellung, um die richtige Bedeutung beispielsweise zu erfassen. Oder vielleicht kann es auch eine kulturelle Adaptationsanweisung sein, wie etwas adaptiert werden soll. Also da gibt es verschiedene Arten. Ganz klar ist, dass Sie, wenn es Ihr kleines Team ist im Projekt, im Lehrstuhl oder wirklich mit externen Personen, Sie müssen alle, die an einem Übersetzungsprojekt involviert sind, briefen, zeige ich Ihnen auf der nächsten Folie, wenn nicht sogar, wenn es ein komplexeres Projekt ist, schulen oder wenn Sie wirklich die Idee haben, ich möchte wirklich Übersetzer, die ich nicht kenne, ein bisschen genauer an diesen Texttyp heranführen. Und stehen Sie auf jeden Fall, was ich gesagt hatte, auch vorhin schon für Rückfragen zur Verfügung. Es ist kein Zeichen von Schwäche von irgendeinem, dass es Rückfragen gibt. Briefen, Übersetzungsteams, Ihre Kollegen oder größere Teams briefen, ist das ganz klassische Übersetzungsauftrag. Ich gebe Informationen mit zum Sinn und Zweck einer Studie, zum Fragebogen, gegebenenfalls zu Besonderheiten des Fragebogens. Ich gebe Informationen mit zur Zielgruppe. Alleine schon das Alter ist ein wichtiger Punkt. Das entscheidet, ob ich ein englisches You für Kinder und Jugendliche als ein Du übersetze oder für Erwachsene als ein Sie. Bildungsniveau, ist es allgemeines Bildungsniveau, Gesamtbevölkerung oder übersetze ich vielleicht jetzt für eine hochgebildete Gruppe, wo ich ganz anders auch von der Terminologie arbeiten kann. Umfragemodus habe ich vorhin schon gesagt, das sind auch wichtig, daraufhin sind Entscheidungen zu fällen. Gibt es weitere Anforderungen? Gibt es vielleicht einen Fragebogen, an dem man sich orientieren sollte? Gibt es Konsistenz zu vorherigen Studien? Gibt es vielleicht, weil ein Umfrageinstitut sagt, so und so werden alle unsere Don't-Know-Kategorien übersetzt, so und so werden alle Interviewanweisungen übersetzt? Gibt es da in irgendeiner Weise etwas, was schon im Vorfeld festliegt? Und das gehört dann alles in so einen Übersetzungsauftrag rein, der schriftlich erfolgen kann. Wir haben aber auch Lesson Learned die Erfahrung gemacht, auch je komplexer ein Instrument beispielsweise ist und vielleicht auch nicht vertraut mit Übersetzern, weil es sehr viele Wiederholungen hat, vielleicht Fills, Platzhalter oder ähnliches, was nie so gut ist für die Übersetzung, dann lohnt es sich, sowas auch durch eine Webschulung zu machen. Dass man sagt, hier, wir holen alle zusammen, die an diesem Projekt, an dieser Übersetzung beteiligt sind. Wir wollen alle an denselben Tisch bringen. Und damit komme ich zu meiner letzten Folie nochmal
ganz kurz zusammengefasst. Ich weiß, das war ein kleiner Husarenschritt, Husarenritt, nicht Schritt. Ich konnte Ihnen auch nur so einige Eckbereiche aus dem Bereich, weiten Bereich der Fragebogenübersetzung mitteilen. Aber Grundprinzip, wenn Sie komparative Studien entwickeln, geht es zentral darum, bereits während der Entwicklungsphase eines Fragebogens diese Themen Übersetzbarkeit, kulturelle Relevanz in verschiedenen Arten und Weisen, Methodiken zu berücksichtigen. Wenn Sie übersetzen, selbst übersetzen, egal ob das jetzt eine komparative Studie ist oder ein Instrument, was Sie aus einem anderen Kulturkreis übersetzen, adaptieren, versuchen Sie so weit möglich Ihre natürlich Restriktionen auch berücksichtigen, teamorientierte Prozesse anzuwenden, mehrstufige Übersetzungsprozesse. Versuchen Sie idealerweise verschiedene Kompetenzen, Übersetzungskompetenz, Fachkompetenz, eben auch Kompetenz im Instrument zu verbinden. Und berücksichtigen Sie, wenn Sie selbst eben auch Übersetzungen herausgeben oder einfordern von anderen, dass Sie sehr eine durch gute Planung, Information und Kommunikation die Übersetzungsqualität positiv beeinflussen können. Und hiermit schließe ich jetzt diesen kleinen oder kurzen Impulsvortrag. Ich bedanke mich, leider kann ich Sie jetzt nicht sehen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Bevor wir gleich zu den Fragen kommen, haben wir noch in eigener Sache, da reiche ich jetzt an meine Kollegin Nelly noch einmal einige Worte und dann freue ich mich auf Ihr Feedback oder Ihre Fragen. Genau, ja, zunächst einmal ganz herzlichen Dank für diesen Vortrag von dir. Sie haben jetzt die Möglichkeit, direkt Fragen an Frau Beer auch noch zu stellen. An dieser Stelle möchten wir aber auch gerne darauf hinweisen, dass GESIS Beratung, individuelle Beratung für Forschungsprojekte anbietet. Im Prinzip zu allen Themen rund um den ein Umfrageprojekt, das heißt zur Übersetzung, aber auch zu anderen Themen, die Sie auch im Rahmen der Reihe vorgestellt bekommen. Und dazu finden Sie hier auch weitere Kontaktinformationen, wie Sie hier an uns herantreten können. Und auch Frau Beer steht natürlich im Nachgang zu diesem Vortrag noch zur Verfügung für weitere Fragen. Ein weiteres Angebot, auf das wir noch hinweisen möchten, sind die Survey Guidelines. Die Survey Guidelines sind kurze, sehr praxisorientierte Texte zu häufig wiederkehrenden Beratungsthemen und auch da haben Sie die Möglichkeit, relativ schnell zu einem bestimmten Thema einen guten Überblick zu bekommen.